brauchen für die Tür neben uns. Die hier. Die war jetzt gerade bei Olia sofort offen. Ah. Ah. Oh, Internet. Ja, hat sich damit erhängt. Auch da habe ich eine Revolverwaffe oder sowas. Der hat also komische Waffe. Da, also. So, hier erstmal das Wasser raus. Weil baden wollen wir nicht. Aber auch weil hier der Kontrollraumschlüssel drin ist und da ist eben gerade der Typ vom Haken gefallen. Oder aus der Stinge gefallen. Das heißt, er lebt wieder. Mit dem wollen wir uns aber nicht messen. Müssen wir auch nicht. Ja, eh keinen Sinn. So, dann lass uns nochmal schnell hier dieses Mitbringsel werfen. War eigentlich unnötig, aber hier zu den anderen Schlüsseln. Traumschlüssel brauchen wir allerdings noch ein bisschen nochmal. Nicht also unsinnig, dass wir den brauchen. Denn jetzt geht es ins Aquarium. Zu FI-3 Neptun. So dürfte das Ding heißen. Ja, ja. Ach nee, nee, nicht hier rein. Wir müssen ja hier hinten rein. Habe ich das vertauscht, glaube ich. Da müssen wir doch hier hinten rein. Ja. Ich komme nicht. Ja, so manche Leute müssen einfach mal einen Schuss in den Kopf bekommen. Manche. Dürfen wir das Kistenrätsel machen? Was unheimlich spannend ist, weil man ja da so viel unterschiedliche Sachen macht. Nee, nicht wirklich. Man schiebt eigentlich nur Kisten in das Wasser, damit man dann die Kisten als Brücken nutzen kann, aber okay. Soll spannend sein, aber so ist es das leider nicht. Das ist so ein Part, da will man doch nur die Splitter bestecken. Doch kein... irgendwie effizient nutzen, dass wir jetzt da die... Gut. Das macht keinen Sinn, ehrlich gesagt. Nur dafür da, dass man hier jetzt 1-2 Minuten länger spielen darf, oder was?
So, ins Aquarium rein und möglichst den Viechern ausweichen, die hier rumtun. Ja, okay. Den wollen wir jetzt nicht auch noch mitnehmen. Es schneit übrigens draußen. Da schon so nass hier. So, als erstes, was ihr hier macht, ist euch die Karte hinten nehmen. Und dann schauen, welches Ventil ihr aktivieren müsst. Ventil 1. Das ändert nämlich immer mal. So. Eine Fehlermeldung wird angezeigt. Ja, Klassik Error. Beim Ablassen des Wassers muss etwas schief gegangen sein. Es ist ein Schalter zum Ablassen des Wassers. Drücken Ja. Ups. Emergency. Unknown source of pressure detected. Druckfähig. Testsystem aktiviert. Tür wird geschlossen. Okay. Die Druckkammer ist verschlossen. Ich möchte aber die Druckkammer nicht lösen. Okay, ist gelöst. Dann machen wir mal, schlafen mal die Schütztür runter und drücken dafür den Steuerhebel da unten. Überlegen wir. Ah, Öldruck abgefallen. Kammbetrieb abgebrochen. Stellen Sie den Öldruck wieder her und lösen Sie den Sicherheitsmechanismus. Okay. Sehen wir das? So. Den einen bitte. Dann lösen wir wieder das Ding hier. Und activate emergency drainage system immediately. Ja. Jetzt sieht das Ganze. Und jetzt können wir dem Typ da draußen, der so höflich unsere Scheibe da schon mal angefangen hat zu zerbrechen, dem nehmen wir jetzt einfach mal. Lassen wir jetzt erstmal das Wasser ab. So, wurde schnell abgelassen. Das ist toll. So. Ja. Obwohl. Nein. Hier aus. Oder? Nee, ich glaube, das ist irgendwie draus, glaube ich. Also hier war mal drin. Nee, jetzt schau aber es hier wollen wir erstmal noch nicht hin. Wir müssen hier durch. Hier kann man mit Chris auch die Sturmschutzwände bekommen, wenn man es versäumt, Richard zu retten. Aber halt, wie gesagt, mit Chris, nicht mit Jill. Ja, das Ding ist abgefallen.
weil der Neptun noch lebt. Sagen, Wasser und Strom vertragen sich also gut. Deswegen. Ja. Wenn man das nicht macht, könnte es durchaus wehtun. Also hier könnte man nochmal eine Sturmschutzwunde mitnehmen für Chris. Wenn man halt Richard nicht rettet. Der Vorteil, wenn man Richard nicht rettet, ist, dass man Rebecca bekommt. Wenn man allerdings Richard rettet, bekommt man Rebecca nicht. Aber dafür erfahrt man hier schon die Sturmschrotflinte. Wo man dann hier halt dann die Pflanze, die wir jetzt besiegen gehen, machen kann. Wie gesagt, ist halt die Frage, ob man die Pflanze haben will oder Rebecca. Kommt drauf an. Geschosse, ja. Es gibt wieder eine Magnum. Die haben wir noch nicht gefunden, aber wir werden sie bei Zeiten finden. Wir können sie auch total weglassen, die Magnum, weil wir brauchen sie eigentlich nicht. Können wir mit dem Galerieschlüssel in die Galerie rein und dann mal etwas gegen diese Bienenplage zu unternehmen und Insektenplage. So, verwendet, brauchen sie nicht mehr, ablegen, ja, so. Das ist mir schon das etwas passiert, dass ich den Schlüssel einfach mitgenommen habe, weil ich dann reingekommen bin, weil ich es einfach schnell weg habe und den Text. So. Wir nehmen uns von diesem Herrn hier, der hier leider nicht mehr ganz gut aussieht, das Insektenspray. Nicht daran. Können dann wunderbar, dass wir uns die Karte der Residenz mitnehmen. Und dann das Insektenspray anwenden. Wie man sieht, es wirkt. Nochmal ein Pistolenmagazin, aber man braucht es nicht mehr. Ich brauche jetzt nochmal die Pistole. Den Ersatzschuss nehmen wir mit. Der ist hierfür. Ich glaube, hier ist keiner drin. Meine ich zumindest, dass hier keiner drin wäre. Ja, so, hier haben wir dann das Buch, das weiße, was nicht da reinpasst. Lest euch durch. Ja, das Buch, wie man V-Jolt mixt. Oh.
Oh. So. Die bauen wir jetzt. Denn hier ist die Lanze 42. Au, au, au. So. Überhaupt kein Problem für den Granatwerfer mit Flammengranaten, also das geht auch mit V-Jolt,